Also mein Name ist Pfister Heinz, bin der Kommandant der Heubacher Feuerwehr. Wir wurden hier heute Morgen um ca. 10.30 Uhr war es ungefähr zu einem Unfall an der Beuremer Straße alarmiert. Als wir ankamen, sahen wir den Saugspülwagen im Bach liegen, auf der rechten Seite, also 90 Grad umgekippt, hat einen Brückenbulwark ein Stück weit mit hinuntergerissen in den Bach. Wir haben dann sofort Maßnahmen mit 3 Ölsporren im Bach eingeleitet, nachdem wir überprüft haben, dass keine weitere Personen mehr in dem LKW drin waren. Die beiden Fahrer oder der Fahrer und der Beifahrer wurden mit dem RTW abtransportiert, vorsorglich. Über die Verletzung kann ich Ihnen leider keine Aussagen machen. Das ist nicht ein Faustab, das ist ein Kapitel. Hat der andere mal so ein Risiko? Ja, das andere hinten ist noch ein Risiko. Aber das ist nur, wenn wir hinter den Deckel hinten landen. Ach so, nur an der Seite, an der.